Der Spiegel hat jetzt die türkische Journalistin Özlem Gezer ins Programm genommen. Und wie nicht anders erwartet, beglückt die uns mit ihren dümmsten antideutschen Gülleartikeln. Islamisches U-Boot bei der Zeit. Du bist eine türkische Islammuschi. Hirnlos. Und der linke gehirnamputierte christliche Islam-Speichellecker-Journalisten-Oberdepp Yassin Mushabash von der Zeit ist keine Spur besser. Steck dir deine Parole Islam ist Frieden hinten rein. Danke, das reicht. Ja, das ist jetzt mal, wie immer, nicht einfach. Ein Preis für die krasseste Beleidigung. Journalisten mit nicht-deutschen Wurzeln treten gegeneinander an. Mit den dümmsten und rassistischsten Leserbriefen. Taz-Redakteurin Doris Akrab moderiert den Hate Poetry Slam seit 2 Jahren. Die Idee hatte eine türkischstämmige Kollegin. Das Konzept entstand spontan. Kurz vor der ersten Show im Berliner Taz-Haus. Da vorne war die Bühne und wir standen dann an der Theke schon ziemlich angetrunken, muss man dazu sagen, weil wir wahnsinnig aufgeregt waren. Und haben uns dann überlegt, was machen wir jetzt eigentlich? Also wie lesen wir das vor? Auf keinen Fall ernsthaft. Also das kann keine ernsthafte Lesung werden, sondern das muss eben wirklich Hate Poetry als Poetry Slam Wahnsinn sein. Also eine unterhaltsame Veranstaltung werden. Yassin Mushabash, ich verstehe nicht, warum im Spiegel einer deutschen Zeitung ausgerechnet ein offensichtlicher Ausländer, ob mit deutschem Pass oder nicht, Ausländer bleiben immer Ausländer, siehe Türken. Also wieso also ein Ausländer über einen Partei berichten darf? Gemeint ist hier die NPD, ja? Also über einen Partei berichten darf, der seinen privaten Interessen als Ausländer natürlich entgegensteht. Yassin Mushabash schreibt seit Jahren über Themen wie Islamismus und rechten Terror. Früher bei Spiegel Online, heute bei der Zeit. Mit seinen Artikeln macht er sich viele Feinde, die sich oft an seinen arabischen Wurzeln stören. Also das zeigt sich ja bei allen Briefen, die alle von uns bekommen, dass es einfach Leute gibt, die damit nicht klarkommen, dass jemand, der einen nicht bio-deutschen Namen hat, in der deutschen Zeitung schreiben darf. Das ist für viele offenbar ein unvorstellbarer Skandal. Spiegel-Redakteurin Özlem Gezer. Sie schreibt über Zuwanderung aus dem Osten oder den Aufstand in der Türkei. Und mit ihrer Exklusivstory über den Kunstsammler Gurlit landete sie einen echten Scoop. Doch für viele Leser ist sie die Türkin, die sich zu sehr in deutsche Belange einmischt. Ich finde, sie müssten demütiger sein. Wenn wir Deutschen ihre Großeltern nicht reingelassen hätten, dann würden sie jetzt wahrscheinlich ein Kopftuch tragen, 6 Kinder haben und bestimmt nicht für den Spiegel schreiben, wenn sie überhaupt schreiben könnten. Und jetzt wird's echt hart für mich. Ich werde übrigens auch ihren Chefs schreiben. Die sollten sie in den Putzdienst geben, dann wären sie vielleicht wieder unter Gleichgesinnten und würden nicht so die Klappe aufreißen. Klarer Sieg für Özlem Gezer in dieser Runde. Dass die Briefe völlig ernst gemeint sind, ist an diesem Abend egal. Dass man wirklich herzhaft drüber lacht, liegt auch daran, wie wir das da eben da oben inszenieren, eben als Satire-Show. So lassen sich auch die hasserfülltesten Briefe ertragen. Özlem Topçuh von der Zeit. Ihr Artikel in der Zeit ist mal wieder typisch für euch Türken, rumheulen und Ansprüche stellen. Da wird von der Nazi-Mordserie und einer NSU gefaselt. Was ist mit den deutschen Opfern von Türken? Mir fallen da spontan 3 ein. Geh endlich sterben, Mushabash, du verschissen Sau. Morgen wird dir ein hübsches Paket zugestellt. Du weißt schon, die bestellten Druckertoner aus deiner Heimat. Fickdeppen-Arschland. In dem Moment, in dem man sie bekommt, ist es meistens nicht lustig. Und deshalb ist ja dieses ganze Format so toll für uns. Anstatt, dass wir mit diesen Sachen ins Bett gehen und vielleicht noch irgendwie beim Einschlafen drüber nachdenken, dass uns jemand den Tod da den Hals wünscht, drehen wir das Ganze ja um. Und wir sagen immer, wir schicken den Scheiß zurück in die Umlaufbahn. Weil sonst sind wir damit alleine und dann tut's weh und dann lässt man sich davon auch verunsichern. Es ist nicht der Sinn der Veranstaltung, dass wir da jetzt irgendwie aufrufen zu irgendwelchen politischen Handlungen oder so, aber das hoffen wir, glaube ich, alle, dass da natürlich auch was hängen bleibt, was, was arbeitet. Also was die Leute einfach empfindlicher macht für die Rassismen, die es doch immer noch gibt. Warum haben Sie eigentlich gelacht? Fragen Sie sich das mal, wir fragen uns das ja auch ein bisschen. Wir hatten Spaß. Ihr habt gelacht und vielleicht fühlt ihr euch jetzt irgendwie dreckig, schuldig. Darf man über sowas lachen? Die Antwort ist, ihr braucht euch nicht schuldig fühlen. Wir erteilen euch die Absolution. Lachen Sie also ruhig mit. So viel Spaß gibt's auf keiner anderen antirassistischen Veranstaltung.